Wir waren wieder im Rahmen unserer Flüchtlingsreihe unterwegs. Diesmal waren wir für euch in Blieskastel und haben uns dort einen Deutschkurs für Flüchtlinge angeschaut. In den Räumlichkeiten der Volkshochschule Blieskastel wird den Flüchtlingen die Möglichkeit gegeben, bereits vor den darauf folgenden Integrationskursen die deutsche Sprache zu erlernen. Mein Name ist Maria Dussing-Schubert. Vor mehr als einem Jahr war ich in Homburg an der Tafel, habe dort Kleider abgegeben für Flüchtlinge. Da ich ziemlich viel Zeit habe, habe ich dann gedacht, ich könnte dort helfen. Und sofort hat der Chef gesagt, ja, was können Sie? Dann habe ich gesagt, ich kann eigentlich nur Deutsch unterrichten, das im Sitzen. Ab diesem Zeitpunkt habe ich dann tatsächlich jetzt jede Woche einmal 2 Stunden in Homburg unterrichtet und habe dann aber gesagt, warum soll ich das in Homburg nur machen? In Blieskastel sehe ich auch Flüchtlinge, die mir vor den Füßen herlaufen. Mittlerweile bin ich von unserem neu gegründeten Verein Flüchtlingshilfe e.V. Dafür zuständig, die Deutschkurse zu organisieren. Wir haben im Moment zwischen 25 und 30 Deutschlehrern. Das sind zu 90% tatsächlich ehemalige Lehrer. Zurzeit haben wir 15 Kurse, die mittlerweile über das gesamte Stadtgebiet Blieskastel verteilt sind. Und unser Ziel ist, dass also die neu ankommenden Flüchtlinge, die bisher nicht in einen offiziellen Kurs zugewiesen waren, dass wir die zweimal in der Woche jeweils 2 Stunden unterrichten. Das hat bisher ganz gut funktioniert. Mittlerweile gibt es mehrere Anbieter von Kursen, aber wir haben immer noch jede Woche genügend Zulauf und wir bemühen uns ganz einfach, das auch immer dann uns auf die neue Situation einzustellen und ich denke, das läuft ganz gut und die Leute sind sehr dankbar. Ich heiße Rada. Woher kommen Sie? Ich komme aus Syrien. Woher kommen Sie? Ich wohne in Blieskastel. Ich heiße, wie heißen Sie? Ich heiße Moabia. Woher kommen Sie? Wo wohnen Sie? Ich heiße. Hier unterrichten 25 bis 30 Lehrer, Anfänger wie auch Fortgeschrittene, die auf einen offiziellen Integrationskurs warten, aber noch keine Plätze haben. Die Lernziele des Deutschkurses reichen von der ersten Kommunikation, wie man sich im täglichen Leben zurechtfindet, bis hin zum Vermitteln von Werten wie Pünktlichkeit oder Geschlechtergleichheit. Also meine persönlichen Erfahrungen sind sehr intensive Erfahrungen. Ich habe jetzt schon so viele neue Leute kennengelernt, so viele nette Leute, so viele junge Leute, die zum Teil, wenn sie einen länger kennen, über ihr Schicksal dann auch erzählen. Das trifft mich jedes Mal immer wieder ins Herz und ich versuche, wo es irgendwo geht, dann auch zu helfen und zu koordinieren. Ich sage immer, die Welt alleine kann ich nicht retten, aber das, was man an der Stelle dann an der Basis quasi Gutes tun kann, das kommt mehrfach zurück.